Tower of Hera ist bei ihm aber getrackt. Ich überlege gerade. Ja, ja, also ich bin der Meinung, er war noch nicht da oben. Nee, er war noch nicht da oben. Stimmt. Ja, nee, Kowal war oben auf dem Berg. Definitiv, ja. Genau. Kowal ist zum Berg gegangen, hat Ice Rod Cave nicht gecheckt. Und ja, genau. Nightclaw ist dann mit der Motorpair direkt nach Village of Outcasts und Skywoods. Ja. Also, ich will hoffen, dass es jetzt alles wieder technisch bedingt wieder funktioniert. Dafür auf jeden Fall, Entschuldigung. Auf jeden Fall können wir jetzt auch wieder sehen, wo die ganzen Kristalle und Pendels drin sind. Die sind jetzt auch getrackt. Ja. Yep. Und wir sehen Nightclaw jetzt Richtung Digging-Game gehen. Währenddessen Kowal sagt, er geht für Eastern einen Eastern-Dip machen. Das wundert mich, warum Kowal nicht, wo er jetzt so viel Geld hat, gesagt hat, er geht Richtung Ice Rock Cave, macht den Waterwalk, macht Sora. Da hätte er die Moonpearl, hätte Darkwood Access. Naja, gut. Dann last located er das eben halt jetzt. Ah, jetzt scheint er sich auf den Weg zu machen in die Richtung. Ja. Währenddessen wir nur einen Herzcontainer auf Dingen Game gefunden haben, wird jetzt auch Nightclaw direkt die Smith Change mit der Purple Chest kombinieren. Also den Speed abgeben, Purple Chest holen. Wird eventuell auch einen Fake Powder aufsetzen. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, tatsächlich. Bloß damit isoliert er sich eben halt später, wenn er den Hammer findet, noch die Hammer Packs. Wir wissen leider nicht, was noch gefunden wurde in Thiefstone. Aber dafür sehen wir, dass Kowal jetzt auch die Moonpearl endlich hat. Und auch den Waterwalk aufsetzt. Ja, und der Schmied schmiedet uns ein Schild. Und Kowal hat auch ein Schild. Okay. Oh nein, Nightclaw sagt sich, kein Fake Powder, ich bring die Purple Chest weg. Mach noch Cave 45, werde Stumpy einen Besuch abstatten, werde Hype Cave machen, mal gucken, ob Hype Cave Hype ist. Also im gesamten Seed bis jetzt hatten wir ja schon ordentlich gute Items gefunden. Ich denke mal, er wird auch noch Bombos Tablet mitnehmen. Denke ich, oder? Ja, stimmt, Bombus-Tablet. Ja, ja, direkt hinterher Bombus-Tablet. Ja, genau. Frage ist, geht er dann für einen Check nach Swamp rein? Weil Swamp ist direkt um die Ecke. Er kommt... Ah, nee, kommt er gar nicht rein. Er hat die Flippers nicht. Nee, hat er nicht, nee. Dafür einen Single Arrow. Ach ja, der gute alte. Der wichtigste Pfeil. Der wichtigste Pfeil im gesamten Spiel, so den Ball. Das ist der Pfeil, der Ganon am Ende besiegt. Genau, so kann man es auch sagen. Und ja, Nightclaw geht mit der Purple Chest jetzt spazieren. Oh, Cora hat jetzt mittlerweile auch das. Butterschwert? Cora hat mittlerweile jetzt auch das Butterschwert gefunden, macht sich jetzt auch zu Zora auf. Er kann sogar auch bezahlen. Wird dementsprechend auch die Blume sehen. Der, die er sich aber noch nicht holen kann. Er hat keinen Bogen für das Splash Edition. Also noch nicht. Und Sora mit einem überteuerten Herzteil. Und da waren 300 Rubine auf Bombos Tablet. Ja. Und jetzt wird Nightclaw sich sagen, er wird erstmal noch Hype Cave gehen. Und danach sieht es mir eigentlich fast danach aus, als wenn er höchstwahrscheinlich, wenn er jetzt hier, er wird jetzt hier höchstwahrscheinlich auch noch eine Lampe finden oder den Hammer, eins von beiden oder vielleicht auch die Flippers, wird er sagen, dementsprechend entscheiden, ob er, wenn er die Flippers findet, sich Richtung Ice Palace aufmacht oder Richtung Palace of Darkness aufmacht.
vielleicht auch Swap macht. Wegen ein Check. Lampe sagt ihnen quasi, dass er auf. Okay, er findet hier doch nichts. Ja, Lampe. Was würde uns die Lampe öffnen? Den Berg? Ja, logisch gesehen den Berg, ja. Ist dann auf jeden Fall ein Dip? Ja. Also letztendlich muss man sagen, der Seed ist Agar required. Weil ich gehe fest davon aus, dass wir Agar machen müssen jetzt laut Seed. Oder wir müssen definitiv Agar machen, um überhaupt nach Palace of Darkness zu gelangen. Auf die östliche Seite. Wir haben kein... Also eigentlich theoretisch, würde ich mal das jetzt mal behaupten. Wir haben zwar keine Lampe, aber mit einem Fire Rod. Ich weiß nicht, wie gut beide mit den Darkrooms sich auskennen in Agar Tower. Agar Tower hat nämlich dementsprechend überwiegend kaum oder gar keine Lampen, die man anzünden kann mit Fire Rod. Mhm. Weswegen sie quasi mit der Advanced-Logik auch nicht in Logik sind. Naja. Ich bin gerade am Überlegen, was für Checks wir noch haben, um eine Lampe zu finden, vielleicht die Flut zu finden für Maya Area. Oder wir haben ein Item auf, ich weiß nicht, ob es gescheckt wurde, auf Graveyard Ledge. Nee, ich, soweit ich weiß, wurde Graveyard Ledge, glaube ich, nicht gecheckt, oder? Gut, dann werden wir wahrscheinlich auf Graveyard Ledge das Item finden, was wir eigentlich benötigen noch. Ich habe es meiner Meinung nach auch nicht gesehen, es sei denn, es ist in der einen Minute passiert, wo wir kein Bild hatten. Ja, bin ich mal gespannt, wann, ob Kowal sich sagt, er geht direkt jetzt nach Skalwoods Richtung Graveyard Ledge. Und gut, er stirbt, aber er müsste, glaube ich, noch eine Fee haben. Ja, hat er. Whiteclaw holt sich jetzt hier auch das Bombos in Specrock. Währenddessen Kowal jetzt Skalwoods gemacht hat und sein erstes Item rausgeholt. Und wir werden jetzt gleich mal sehen, vielleicht hat auch Hera Basement noch ein Item. Ich habe da leider nicht bei Kowal drauf geachtet, ob er beide Items raus hat und gesagt hat, oder nur ein Item rausgeholt hat und sich dann gesagt hat, ich lasse Basement außen vor, werde da nicht hingehen. Oh, da hat der Nightclaw sich 1A den Weg blockiert. Ja, der Klassiker ja. Mit den Dead Rocks. Die geliebten Dead Rocks, jeder hasst sie. Jeder liebt sie. Jeder liebt sie, ja. Nee, auf jeden Fall sehen wir jetzt Nightclaw Richtung Spectacle Rock sich aufmachen. Spectacle Rock, warum sag ich Spectacle Rock? Ich meinte Paradox Cave. Paradox Cave, danke. Ja, Paradox Cave war ja schon, wurde ja bereits schon bei Kowal gesehen, war leider auch nicht so stark mit Items. Na, ich bin auf jeden Fall jetzt mal gleich gespannt, ob Kowal sich sagt, wenn er jetzt sein zweites Item findet, ob er sagt, er geht Paradox Cave oder sich sagt, er geht Richtung Thiefstown. Es könnte natürlich auch möglich sein, dass auf Paradox Cave, sind jetzt Spekulationen, der Hammer liegt. Wir wissen halt nicht, was für Items es in Thiefstown so alles gab. Und die zweite Bottle, die wir ja auch in Skywoods jetzt gesehen haben.
Ja, bei Kowal konnte man auch gerade eben in Skyward schön sehen, wie viel Zeit das auch spart, wenn man den Bombjump rüber macht zur Big Chest. Ja. Kowal sieht jetzt aber auch seine dritte Bottle. Und jetzt ist die Frage, geht er Richtung Seastone oder sagt er geht Richtung Wraithed Ledge? Und ja, Kowal geht Wraithed Ledge. Wir sehen also jetzt einen Check, den wir bei Necro nicht gesehen haben. Wenn da jetzt was drauf ist, das wird Nightclaw extrem spät sich erst abholen. Oh, jetzt wird's spannend. Wenn wir, obwohl bei Nightclaw sehen wir aber auch wiederum, er macht einen Check, den Kobay nicht gemacht hat. Und die Flippers. Gut, damit brauchen wir kein Ärger machen. Damit kommen wir auch Richtung Palace of Darkness. Eben halt jetzt hier über die nördliche Route und die könnte Nightclaw extrem nach hinten schmeißen. Man könnte fast sagen, eigentlich jetzt ist es schon wieder fast ebenbürtig von der Aufteilung her. Weil da bei der. Naja, Kowal hat das Glück, er hat die Flippers. Er kommt nach Palace of Darkness, wo eben halt Nightclaw so nicht hinkommt. Wenn Nightclaw jetzt hier die Lampe vielleicht oben noch findet, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass Nightclaw sich sagt, ich mag Agar. Und das Medaillon auf Bitter Rock ist das Quake. Währenddessen wir jetzt Nightclaw im Hookshot Cave sehen. Ja gut, und Hookshot Cave eigentlich nur Money Cave, würde man sagen. Und ja, jetzt macht Nightclaw natürlich das Play, was auch Kowal schon gemacht hat. Er geht nach Yharghar. Er wird das Ether Tablet noch checken. Nachdem er Yharghar gemacht hat. Wenn er überhaupt Yharghar beendet. Das ist natürlich die Frage, wenn er jetzt so sieht, geh ja mein Biggie. Derweil ist Kova jetzt mittlerweile auch in Thiefstown. Und den kommt es ja gut. Er wird weitergehen. Und setzt sogar auch hier den Hookspeed auf. Für den Herapod. Nach dem dritten Versuch. Wunderbarer Herapod. Okay, gut. Dann haben wir beide Items aus Yharghar raus. Das letzte war ja auf Moinom und ein schöner Gottpixel hier von Kowal. Shanks, naja, es kommt halt drauf an, da ja der Kowal die Flippers gefunden hat, wäre er halt auch so in der Lage, zur Pyramide zu laufen und Hammer zu holen. Also in beiden Fällen wäre es halt so, dass der Hammer dort sein könnte. Und nur wenn er jetzt die Flippers nicht hätte, wäre es noch möglich, dass es ein Agar-Seed ist. Oh, und das ist undankbar, was wir jetzt hier bei Nightclaw sehen. Er wird von Moidom runtergeschmissen und direkt 2 Etagen tiefer landen. Das ist sowas, was man nicht so gerne hat. Eine geht noch, aber vielleicht 2. Und dann oh, noch hier noch gegen den Bumper gegen Rennen. Das kostet Zeit. Ja, wollte ich auch sagen, das kostet alles Zeit. Aber wir können ja auch währenddessen jetzt nochmal ein bisschen auf Kowal achten, was da für Items noch in Thiessen drin sind. Wir haben auf jeden Fall den Small Key. Und wir haben gleich auch nur 2 Items hier raus. Aus dem Dungeon. Nach dem zweiten Versuch super schön gelegt, den Moidom. Ja. Ich glaube zumindest, dass wir nur 2 Items jetzt aus Thiessen raus haben. Ich habe darauf nicht so ganz geachtet. Vielleicht du?
Ich habe auch jetzt die ganze Zeit zwischen Nightclaw und Koval ein bisschen hin und her geswitcht. Immer wieder mal. Also wenn da noch ein Item ist, dann ist das letzte Item hinterm Hammer. Sprich in der Big Chest. Ah, das ist dann auf jeden Fall sowas, was man nicht so gerne hat. Ja, das heißt dann quasi, dass man dann nochmal eventuell in den Dungeon reintippen muss, um ein Item zu holen. Dass das immer noch eine Möglichkeit sein könnte, dass es ein Item hat, ein wichtiges. Ja. Und ein schöner Blindfight von Koval. Okay, ein Item ist noch in der Big Chest drin. Das ist natürlich das, was man als Runner nicht so gerne sieht. Währenddessen wir jetzt auch sehen, was Sahasrara hat. Was Koval bestimmt auch schon gemacht hat. Ja, Koval müsste auch in Easter Palace gewesen sein, meines Erachtens nach, oder? Ja, in Easter war er auch drin gewesen. Genau. Ja genau, Roti. Also wie Roti es jetzt auch sagt, in der Big Chest ist noch was drin. Dank dir. Unser aufmerksamer Tracker nochmal, Roti. Nochmal vielen herzlichen Dank an ihn, dass er diesen verantwortungsvollen Job übernimmt. So, Nightclaw macht jetzt hier auch Eastern Palace ohne Bogen. Also wer wird da wahrscheinlich auch bloß noch durch den Darkroom dann am Ende durchhuschen und dann, denke ich mal, den Dungeon auch verlassen. Und dann ist die Frage, was macht er? Geht er nochmal zu Sora? Oder sagt er sich, er geht dann für Graveyard Badge? Oder sagt sich, er versucht Aga Tower? Den Flippers wird er auf jeden Fall ganz, ganz, ganz weit nach hinten schieben. Koval Bittler, da war er hier beim Digging Game am Graben. Wo wir einen Herzcontainer gefunden haben. Soweit ich mich noch erinnern kann. Naja, und jetzt auch Nightclaw mit seinen letzten Medaillen. Aber bei Fatfairy. Also ich... Könnte ich so möglich sein. Hammer bei Fatfairy könnte möglich sein. Theoretisch. Ist es möglich, ja. Was mir vor allem auch jetzt so vom Gedanken her so aufgefallen ist, ist, wir haben ja ein Panel im Mystery Mire und ich glaube, an der Stelle wäre es vielleicht sogar gar nicht so gut, die Flut zu finden. Ja, wäre nicht so gut, aber du musst ja auch überlegen, wir haben noch Mire-Chat, wir haben Checkerboard offen, wir können zu einer Mire rein, Mire hat zwei Items. Also ich sag mal so, hätten wir den Mirror nicht, wäre es natürlich nicht so optimal, Mire zu machen. Also den Blut zu finden. Auf jeden Fall, ja. Und Koval sagt sich auch, er geht mit der Purple Chest, macht kein Deck Powder. Währenddessen wir Nightclaw hier in den Darkroom von Ethan gehen, sehen, der nicht in der Logik ist, da wir keine Lampe besitzen. Aber das ist so einer der ersten Darkrooms, die man halt in der Regel im Rando auch lernt. Mit den alten Mann auf dem Berg. Ja, Nightclaw, wohin geht's jetzt? Sora oder Graveyard Badge? Das sind, glaube ich, die einzigen Checks, die er noch offen hat. Und es sieht mir so aus, als wenn er sich für Graveyard Ledge entscheidet. Nein. Ja gut, Sora kann er auch gut mit Catfish dann verbinden. Das ist natürlich schlau. Lightclaw geht wieder nach Kakariko. Er wird jetzt Graveyard Ledge gehen. Was anderes würde mich jetzt wundern. Oder er sagt, er macht einen Fake Powder. Was ich mir aber nicht vorstelle. Nein, er geht Graveyard Badge. Ja, doch, ja, genau. Okay. Richtiger Weg. Und damit kann er natürlich sein Routing dann richtig gut anpassen, indem er dann sagt, okay, gut, ich gehe die nördliche Route weiter.
gehe Richtung Catfish. Eventuell mache ich noch Sora. Mal gucken. Pyramide und dann Pest of Darkness. Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob sie die Rap-Bomb, ob sie wissen, wie sie es machen mit der Rap-Bomb, wenn sie ins Wasser springen und dann das mit dem Mirror. Ja, Nightcrawler, safe and quit oder gehst du weiter? Oh gut, er geht weiter. Also das ist auch so eine Frage. Kobay wiederum sagt sich, er geht für einen Check nach Swamps direkt rein. Na, ja, Catfish, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass Nightcrawler sich auch noch für 500 Rupees das Herz sich holt bei Sora. Und wir finden die... So, jetzt ist die Frage. Also die Flut wird Nightcrawler auf jeden Fall aktivieren. Dann gehe ich jetzt davon aus, dass er dann auch Richtung Meier sich aufmacht. Er wird höchstwahrscheinlich Meier auch reingehen. Die Sache ist, Meier ist, kann er beenden, wenn er den einen Darkroom, also wenn er die Darkrooms da drin kann. Ansonsten wird er wahrscheinlich nur die Front dann machen, um dann rauszugehen und mit der Flut ja, so 3 wahrscheinlich wieder zu flöten, um dann über die nördliche Route Richtung Pyramide zu gehen. Holt sich aber jetzt hier auf der Sora-Ledge erstmal auch noch die Blue Mail ab. Ja, Kowal. Und ja, Kowal macht das jetzt, was ich meine, was ich gefragt habe, wie, ob die es wissen, wie es geht. Er holt sich die Rap-Bomb, wird ins Wasser springen, wird die Zeit runterlaufen lassen, wird wahrscheinlich sich auf die eine Eisscholle von Eisbälle stellen, also von dem Dungeon Eisbälle stellen, sich bei 0 mirrorn, um dann die Bombe in der Lightworld wieder mitzunehmen, um sich dann wieder in die Darkworld mit der Bombe zurück zu porten. Oder er macht es bei Floating Island. Das war zu früh. Das war zu früh. Ha. Na gut, dann wird er wahrscheinlich die Rap-Bomb noch später machen. Und wird erstmal nach Pillars of Darkness reingehen. Kann ich mir gut vorstellen. Oder? Nee, doch nicht. Er macht die Pyramide. Nightcrawler hat währenddessen seine Flut aktiviert und ist jetzt, hat er zu dem Pilz abgegeben. Ach ja, er wird wahrscheinlich jetzt auch Eispilz gehen, eventuell? Nee, Meier. Er geht nach Meier. Und jetzt sehen wir, was wir auf der Pyramid Ledge haben. Und da haben wir auch nur Bomben. Dann lassen wir Nightcrawler jetzt im Meier-Chat sehen. 2 Checks. Plus eben halt noch Checkerboard. Plus eben halt 2 Items noch in Meier drin. Und ja, Meier-Chat hat nichts. Kobay wird sich jetzt aber auch derweil seine Flut demnächst abholen. Wird aber sich wahrscheinlich nochmal ein paar Pushen holen. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, Big 20 in Checkerboard. Ah, okay, gut. Nee, er sagt sich, er flüttet wieder weg.
will ich Meier machen. Und sagt sich, er geht über Kakariko wieder in die Darkwood. Und da hat auch Kowal seine Flut, aber Kowal sagt sich, er murdert sich nicht raus, macht keinen Safe and Quit, sondern geht dann jetzt auch wohl Richtung Palace of Darkness. Ino, kurze Frage an dich. Hättest du die Flut erst aktiviert oder wärst du, so wie Kowal jetzt, Richtung Palace of Darkness direkt gelaufen? Tatsächlich, boah, ich hätte sie wahrscheinlich eher aktiviert und wäre dann auch lieber Meier angesteuert, weil ich dort mehr Checks hätte. Vom Gefühl her, okay. Aber mit Meiers Check und Checkerboard. So, wenn wir jetzt hier in Petals of Darkness die Lampe finden. Könnte die Rap Bomb hinter Agal liegen, ne? So, einfach mal lauter Logik mal zu benennen. Weil irgendwie müssen wir ja die Rap Bomb auch zur Pyromat Fairy bringen. Also das aufbomben. Und ich gehe davon aus, Palace of Darkness hat definitiv was. Also kann eigentlich nur sein. Oder eben halt Ice Palace. Ice Palace Green Pendant. Ah, geht man nicht gerne rein. Ist jetzt halt die Frage, ob in der Kiste hier was drin ist. Und Small Key, okay, damit kommt er ein kleines Stück weiter. Sollte jetzt ein Item auf. Also in dem nächsten Check sein. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass Palace of Darkness. Bowlocked ist, aber mit den Potions können die Runner ein Potion Glit aufsetzen. Noch ein Small Key. Ja, und wir finden noch einen Small Key. Damit nur für zwei Items natürlich Palace of Darkness Bowlocked. Zwei Small Keys müssen mindestens noch hier vorne in der Front liegen. Hier war also ein Key für Key, genau der dritte. Und wenn wir jetzt den vierten sehen, dann werden wir hinten die ganzen Items finden, die wir benötigen. Das ist wahrscheinlich. Aber finden den Big Key. Also, ja, dementsprechend wird hinten, wenn hinten die ganzen Items liegen, plus eben halt ein Item auf der rechten Seite, weil auf der rechten Seite wird es noch ein Small Key geben. Und Kowal wird jetzt hier gleich auch den Pushen-Ditch absetzen. Wichtig ist, oben an der Wand lang, dann nach oben drücken, wenn man an der Ecke ist. Man darf nicht sich nach links bewegen, weil sonst macht man den Ditch kaputt. Nektor auch jetzt hier mit dem Pushen-Ditch. Beide entscheiden sich erstmal auf die Bodog-Seite zu gehen. Und da finden wir die Lampe, hinterm Bogen. Hinterm Bogen. Da ist die Lampe. Das hinterm Bogen. Heißt also, irgendwo muss der Bogen noch liegen. Entweder hier im Palace of Darkness oder in Ice Palace. Oder eventuell sogar auch Green Pendant. Und wenn wir richtig Pech haben, oder Nektar richtig Pech hat, sogar in Mystery Manga. Oder halt auch in Turtle Rock mittlerweile. Turtle Rock ist nämlich auch jetzt schon machbar. Sie beide haben sogar den. Ja, stimmt. Beide haben Fire Rod, Ice Rod, ja. Ja, sie könnten einfach mit dem Hookshot auf die rechte Seite gehen, hochlaufen und dann dementsprechend in die Dark World gehen und in Turtle Rock reingehen. Ja,
Das auf jeden Fall. Wo würdest du jetzt hingehen? Würdest du sagen, nach Palace of Darkness, der Turtle Rock oder Ice Palace? Ah, das ist eine schwierige Entscheidung. Ice Palace, würde ich ja sogar sagen, ist sehr lukrativ wegen dem Icebreaker. Ach nee, stimmt, ich sehe gerade, die haben ja den Hammer noch nicht. Ich bin schon ein paar Schritte voraus. Aber würden sie jetzt hier den Hammer finden? So, jetzt. Danke, Roti. Würden sie den Hammer jetzt hier finden? Wort ist immer so eine schöne Location für den Hammer. Ja, also ich würde sagen, wenn sie jetzt hier den Hammer finden würden, dann würde ich Ice Palace gehen, weil mit Icebreaker geht der Ice Palace halt super schnell. Auch wenn es ein Penalty ist. Aber wir finden hier nicht den Hammer, okay, gut. Ja. Ja, dann bleibt ja eigentlich nur noch Ice Palace offen. Ice Palace. Ja, Ice Palace bleibt eigentlich nur noch offen. Ice Palace und Meier. Einen von beiden. Kowal sagt sich, er aktiviert jetzt die Flut, währenddessen Nightclaw sich entscheidet, nach Green Pen und Ice Palace zu gehen. Jetzt sind wir mal gespannt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Nightclaw sich sagt, der bindet auch Ice Palace. Ist immerhin ein Green Pendant. Wir haben hier drei Items in Ice Palace drin, plus eben halt das Green Pendant. Was uns nochmal ein extra Item gibt. Kowal scheint, glaube ich, Turtle Rock anzusteuern. Ja. Das? Nee. Ich könnte mir vorstellen, war er Darkness Mountain? Ich glaube, er war noch nicht auf Darkness Mountain. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er sich jetzt Super Bunny Cave wird er machen und Hookshot Cave. Ja. Super Bunny und dann Hookshot. Da war er nämlich noch nicht gewesen. Währenddessen Nightclaw. Okay, er geht quasi den längst vergessenen Weg mit Sumaria und mit dem Bombdrop machen. Er könnte mit dem. Er könnte, wenn er es könnte. Anscheinend. Könnte er auch den Icebreaker machen. Ich wollte mal fragen, ob er wirklich. Warum er den Icebreaker nicht gemacht hat. Ob er ihn überhaupt kann oder überhaupt mal versucht hat. Oder. Er gesagt hat, er geht den jetzt Vanilla, weil es nur ein Green Pendant ist und er den Picky hat. Also direkt gefunden hat. Würde mich mal interessieren. Das ist die Option, er kann oben langlaufen. Könnte eine Chest holen, sich holen. Währenddessen er jetzt hier wahrscheinlich drei Chests sich holt. Einmal Freezer Room, einmal Big Chest, einmal Ice Room. Big Chest hat auch nur ein Small Keep. Währenddessen gucken wir jetzt auch in der Maya Area. Bin mal gespannt, ob er sich sagt, er macht betritt Missouri Maya. Jetzt ist Kowal erstmal am Überlegen. Gut. Ice Dream hat auch nur ein Herzteil und damit für ein Hard Refill. Jetzt wird Nightclaw sich sagen, er geht auf die Hookshot-Seite. Kommt natürlich da auf den Hammer. Und Kowal sagt sich, gut, er geht jetzt auch nach Maya rein. Finde ich auch gut, die Idee.
Er ist schon da. Also, warum sollte er nicht noch nach Meier reingehen? Ja, und Ice Palace ist leer. Also wird Mystery Meier unser Progress-Item haben. Sagen wir mal, ob die helfen. Und Nightcrawler folgt natürlich jetzt auch und geht Richtung Mystery Meier. Ist auch die letzte Location, die er hat. Und Ether. Na gut. Ist irrelevant. Wir haben alle drei Medaillons. So, was wollen wir hier eigentlich finden? Wollen wir hier den Hammer finden oder wollen wir hier den Bogen finden? Also ich persönlich wäre für den Bogen. Ich wäre persönlich für beides. Aber ja, glaub, beides gibt es hier nicht. Nur eine Sache. Oh. Also wir wollen ja nicht gierig sein. Man wird oder? Ja wohl noch träumen dürfen. Na ja, vielleicht hast du ja recht und wir bekommen hier wirklich beide Items raus. Aber im Moment erstmal nur Small Keys. Ah, Makab sagt Bogen. Ich sehe es auch gerade. Gut, wäre das aber wäre aber eigentlich dann nur Eastern. Na, Eastern und Palace of Darkness. Bloß Palace of Darkness haben sie ja beide den Potion Glitch angewendet. Ja, aber um nach hinten zu Himmelsorg zu kommen, bräuchten sie auch nochmal einen Bogen wegen dem Mimix. Das ist der ganze Clou. Außer die können beide den Mimic Clip. Aber ich denke, ich gehe davon aus, dass beide es nicht können. Also daher wäre der Bogen doch sehr relevant. Und nebenbei, wir bräuchten allgemein den Bogen schon allein für GT. Ja, definitiv, auf alle Fälle. Um dann hochzukommen, den Climb zu machen. Eindeutig Hammer macht vom Palace und Total Rock. Ja, Gaming Dojo, will nur das Beste für die Runner, dass sie gleich erstmal zwei weitere Locations offen haben, indem sie dann mit dem Hammer nach Swamp reinkommen und auch noch nach Dead Rock reinkommen. Nebenbei die Hammerpacks hätten wir dann noch offen. Wir hätten Ice Palace komplett nochmal offen. Boah, warum nicht, ne? Und wir hätten Spike Cap offen. Muss ich gerne auch mal einen Bogen versteckt. Stimmt, beide Runner haben den Spike Cap noch gar nicht gemacht. Ja, da kommen sie ja auch nicht rein ohne den Hammer. Ja. Da ist der Hammer. Und auf der Cutscene-Chest. So, Kowal, wohin geht's als nächstes? Nightcrawler, wohin geht's als nächstes? Bei dir. Gehen sie jetzt beide für Turtle Rock oder sagt der eine, ich gehe Swamp rein und der andere sagt, ich gehe Richtung Turtle Rock? Kowal entscheidet für Turtle Rock? Spike Cave für Turtle Rock? Oder Turtle Rock Spike Cave? Turtle Rock, eine Chance von 1 zu 7 quasi insgesamt für den Bogen, wenn man noch Mimic Cave mitzählt. 6 Item in Turtle Rock. Plus eben halt ein extra Item in Mimic Cave. Okay, beide entscheiden sich doch anscheinend jetzt für Swamp. Und wir brauchen ja nur noch für Gurmut den Bogen. Auf beiden Seiten. Anscheinend wollte Kobal wollen nur einen Hard Refill. So wie es aussieht, und wollte dann nach Swamp gehen. Naja, Ruti, du sagst es. Der könnte wirklich von dir sein. Eindeutig. Könnte das ein Ruti-Sieg sein. Am Anfang nett und da hinten raus richtig unangenehm.
Und mit Lama haben sie jetzt wirklich komplett alles offen. Ja, also wenn ich das jetzt richtig sehe, wäre das da quasi Bogen ist Go-Mode, ne? Go-Mode. Für beide ist der Bogen der Go-Mode. Heißt also, beide wirklich nur auf der Suche nach dem Bogen. Ich persönlich hätte den Hammer gerne als Go-Mode gehabt. Wäre an der Stelle, glaube ich, auch noch lustiger gewesen, tatsächlich. Können wir auch gut vorstellen, dass der Bogen jetzt in Turtle Rock auf der Laser Bridge liegt. Wo sonst sollte er liegen? Außer auf der Laser Bridge. Das wäre natürlich der absolute Knaller, wenn da wirklich dann der Bogen liegt. Die Turtle Rock beenden, dann nochmal Richtung Palace of Darkness und Eastern gehen müssen, um dann nochmal auf den Berg zurückzukehren, um dann Richtung GT zu gehen. Beide hatten, soweit ich weiß, auch keinen Bad Cave gemacht. Nee. Das heißt, wenn sie jetzt hier das Powder finden würden, wäre das auch noch eine Option. Ja, aber sie können das Powder schön mit den Hammerpacks kombinieren. Die Hammerpacks konnten ja auch beide Runner nicht machen, weil eben der Hammer gefehlt hat. Und daher. Ja. Wird's interessant zu sehen zu sein. Und ich gehe davon aus, dass beide jetzt auch den Diver Drone einsetzen werden. Haben wir eigentlich bei Kobay vorhin den Icebreaker gesehen? Nee, ne? Der hat auch den Bombtrump oder Vanilla. Ist Vanilla gegangen, ne? Er ist Vanilla gegangen. Ja, oder Makam, genau, du sagst es. Beide Bögen auf Laser Bridge. Ah, Nightclaw. Das könnte knapp werden. Aber reicht noch gerade so. Für den Diver Down. Derweil sehen wir bei Kova einen Ast rein, Diver Down. Ja, um jetzt die letzte jetzt liegen zu lassen, das wäre nicht so optimal. Gerade wenn man nur noch ein Item sucht. Würde ich persönlich auch auf die Left Side gehen. Und was finden wir hier? Den Bogen! Go-Mode! Für Go-Mode, für beide innerhalb von wenigen Sekunden. Ja, die Zeitruhen kann man auch aufmachen. Swamp müssen sie eh beenden. Da Swamp ja ein Crystal ist. Das würde ja bedeuten, dass die nur noch Pot und Easter durchhuschen müssen, kurz für die Bosse und Turtle Rock. Ja, die Gummon. Jetzt werden sie ja alles Gummon, genau. Komplett durch müssen. Also, sie werden, denke ich mal, die ein oder andere Truhe noch öffnen, die jetzt so auf dem Weg liegt, aber an sich werden sie jeden einzelnen Dungeon jetzt nur noch Gummon. Vielleicht finden sie ja doch noch die Silberpfeile. Die würden den Gendern-Fight noch ein bisschen beschleunigen. Oder das Mirror Shield. Beide mit dem Fire Shield unterwegs. Ja, Kova öffnet hier noch die Truhen, die auf dem Weg sind. Nightclaw sagt sich, ich brauche nichts. Ich gehe direkt Richtung Argus. Mirror Shield glaube ich nicht mehr, denn sie haben das doch beim Race liegen lassen, das eine Schild. Ah, Kowal auch? Müssten beide liegen gelassen haben, wenn ich das. Doch, müssten beide liegen gelassen haben. Alle beide. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier zwischen beiden ein richtiges Race. Jetzt entscheidet quasi die Execution und dann später noch das Routing in GT,
wer von beiden nebenbei dann auch als erstes finishen wird. Und natürlich auch der Ganon-Fight. Ja. Und der Ganon-Fight natürlich, aber mit Butterschwert sollte es eigentlich kein Problem sein. Nightclaw macht hier die zwei Spins-Taktik. Argus gelegt, noch ein Herzteil. Und wenn man so auf die Live-Anzeige sieht, also wie viel Leben sie haben, sollte eigentlich da auch kein Problem sein. Nightclaw sogar noch mit der Blue Mail. Das könnte auf jeden Fall noch mal richtig, richtig spannend werden. Jetzt werden beide noch mal Richtung Palace of Darkness und Eastern gehen, bevor sie dann GT betreten. Das hat man eigentlich immer gern. Turtle Rock als letztes zu machen, wenn man Turtle Rock noch machen muss. Ich bin hier gerade ins Wort gefallen, Entschuldigung. Kein Problem, ich wollte eigentlich so ziemlich dasselbe sagen, denn kann er dann einfach direkt von Turtle Rock raus einfach zur GT gehen. Und GT öffnen und komplett alles fertig machen. Ja, das auf jeden Fall. Der Gem, der Hammer war in. Der war in der Cutscene Chest in Mizumaya. Also in der Vanilla Big Key Chest, könnte man auch sagen. Und der Bogen war Left Side Swamp. Oh, die beiden Runner machen es richtig spannend hier. Kopf an Kopf. Fast. Ja, wie gesagt, die Execution wird jetzt Hauptschlag ergeben sein, plus eben halt dann später das GT-Routing. Er geht nach rechts, er ins Working Hoop Room findet. Wer sagt, er geht nach links, findet er eventuell den Big E, man weiß es ja nicht, wo der liegt. Erstmal. Das ist auf jeden Fall. Wow, sehr, sehr spannend. Ja, manche Runner würde ich sogar sagen, die machen das mehr so nach Gefühl, wann sie welche Items bekommen haben. Da wäre ja von Anfang an schon. Er redet weiter. Da wir ja von Anfang an auch schon so Maria haben. Dann ist auch die Frage, wer macht Dark Emission? Sprich, rechts, links, rechts gehen oder links, rechts gehen? Das ist auch dann so eine Frage. War ein schöner Turtle Room, den hier in der Claw gemacht hat. Das wird auf jeden Fall noch. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ja, die Swordbeams. Das sind nun. Das ist nun mal das, was in diesem Raum, wo die Turrets sind, überhaupt gar nicht nützen, weil. Die geben quasi nur Master Sword Schaden. In dem Fall. Nightclaw jetzt auch schon bei. Schon fast mit dem Helm von Hammerstorm fertig. Da ist er gefallen. Währenddessen Koval erstmal eine Bombe wirft. 17 Schläge mit einem Hammer oder eben halt viermal die Bombe richtig treffen. Und da haben wir auch das Powder direkt auf Hammerstorm. Und die Maske ist ab. Chiba, der Bogen war Katrin Chess, Mystery Maya. Ne, nicht der Bogen. Der Bogen war Left Side Swamp. Also ne, Left Side Swamp, sorry. Ich habe den Hammer da oben nochmal gesehen. Left Side Swamp, sorry. Ja, beide auch jetzt mit der Safety, mit dem Powder. Die linke Seite von Left Side Swamp, also die linke Chest von Left Side Swamp, da war der Bogen drin. Und wir haben hier übrigens, glaube ich, auch noch ein Item drin. Ist dann, soweit ich weiß.
Vielleicht finden wir ja hier hinter Armor Knights Dilly Silvers. Ist auch schon ein paar Mal vorgekommen. Genau, Gaming Dojo, die linke Seite, genau. Ich glaube, in der linken Seite sind, glaube ich, im Vanilla nur Rupees drin. Kann mich aber auch irren. Nennen wir die einfach mal lustigerweise Left Side Swamp Ruby Chest. Oder West Chest, wie Gaming Dojo sagt. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er sogar eine der beiden Chests auf der West hat sogar den Big Key. Ich glaube die rechte. Die rechte ist die Big Key Chest. Da ist der Vanilla Big Key drin. Ja, genau. Und Nightcrow mit einem wunderbaren Wickel hier mit bei den Armus Knights. Und seinen sechsten Crystal. Und jetzt geht's Richtung Turtle Rock. Wenn nächsten Koval von unten die Amos legt, auch ein sehr schöner, solider Fight. Auch mit seinen 6. Crystal und für ihn geht's nämlich jetzt auch direkt Richtung Turtle Rock. Jetzt hoffen natürlich beide Runner, den Big Key recht früh zu bekommen und nicht zur Lava Chips zu müssen. Wo der Biki dann Vanilla auf sie wartet. Oder man nennt sie, wie gesagt, oder wie ihr so schön schreibt, die Tetochest oder Anti-Tetochest. Müssen wir mal Patent einreichen. Oh, gut, auf Floating Island haben wir das Escape. Werden wir ihn hier abholen? Haben wir da, glaube ich, auch nicht wirklich gecheckt, oder? Nee, das haben sie eigentlich jetzt erst gemacht. Ja, was könnten wir hier noch finden? Wir könnten hier noch die Silvers finden. Wir könnten hier noch einen Boomerang finden. Die Schaufel vielleicht? Boomerang wäre sogar ein kleines bisschen nützlich für GT linke Seite, um die Schalterpassagen ein kleines bisschen zu beschleunigen. Ja, einen Boomerang haben sie ja links liegen lassen. Und das war der Boomerang, soweit ich noch in Erinnerung habe. Hier der kürzeste Weg ist in der Regel links hoch, rechts hoch, die zwei Chests holen, Mirren, linke Seite und dann nach oben. Das ist eigentlich in der Regel der schnellere Weg. Wenn man Mirror hat. Wenn man Mirror hat, natürlich. Gut, im Moment noch kein Big Key. Chain Shops Room, jetzt als nächstes ist die Shells. Beide werden froh sein, wenn sie hier dann wenigstens noch den Pookie finden. Dann müssen sie vom Pookie, der vor der Lava Chest ist, nur den Spooky stehlen. Aber finden die Schaufel. Heißt also, Lava Chest müssen beide machen.
Na, über die Schaufel werden sie sich wahrscheinlich beide jetzt sehr, sehr freuen, dass sie die jetzt endlich gefunden haben. Yay, Schaufel, eine Möglichkeit, wo meine Silvers sein können. Ja, auf jeden Fall. Silvers in GT ist möglich, ja. Bei so viel Checks sogar gar nicht unwahrscheinlich. Der Bunny Spray ist auch lustig. Dissel, red erstmal den normalen Link. Dissel, der Hammer war auf Cutscene Chest in Misery Meyer. Genau. Und beide Runner sind wirklich extrem nahe beieinander. Also jeder einzelne Fehler von den beiden könnte hier intern siegentscheidend sein. Also ich denke mal, anhand der Herzanzahl würde ich mal sagen, dass das Sterben in einem Dungeon jetzt schon relativ unwahrscheinlich ist, auch wenn Koval nur eine Greenmail hat. Naja, du musst es aber auch noch so sehen, dass beide haben jetzt noch Trinex. Gut, Trinex sollte kein Problem sein. Agar 2 könnte ein Problem sein. Moldom 2 könnte ein Problem sein. Lamoras 2 ist schon ganz oft, dass der eine oder andere Runner extrem Probleme mit hatte. Und dann noch Ganonfight. Also, wir haben noch mindestens 3 Bosse vor uns, wenn nicht sogar 4 Bosse vor uns. Ja, 4 Bosse. 4 Bosse vor uns, wo was passieren kann. Gegebenenfalls vielleicht sogar auch 5, falls der Bicky Dog hinter Eisarmor fliegen sollte. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man auch ein kleines bisschen nervös wird, wenn man dann langsam gegen das Ende kommt. Dass man da auch beginnt, Fehler zu machen, die man eigentlich normalerweise nicht macht. Ja, das auf jeden Fall. Und wir sehen, dass beide Runner auch noch auf die Laserbridge müssen. Jetzt ist die Frage, werden sie, wenn sie den Smoky gefunden haben, sagen wir mal in der ersten Chest, egal jetzt von unten oder von oben, werden sie die anderen Chests machen oder werden sie sagen, wir gehen direkt nach Trinex, also zu Trinex durch? Weil die Chance hier jetzt noch Silver zu finden ist auch noch geringfügig. Die ist aber da. Ich denke mal, Half-Magic würde sogar auch bei ihnen nochmal irgendwie eine Freude geben. Oh, Smolky, ja. Auf der letzten Chest. Auf der letzten Chest, ja. Wo soll sie denn sonst noch liegen? Also, wo soll er denn sonst noch liegen? Außer immer in der letzten Chest. Der Klassiker. Beide jetzt wieder im selben Raum. Bloß, dass Nightclaw jetzt den vorletzten Raum betreten hat vor Trinex. Trinex sollte kein Problem sein. Nach dem 7 Crystal spielen wir meistens eigentlich auch ein schönes Spiel, das Biggie Guessing Game. Wir haben 22 Truhen. Da kann sich jeder eine Zahl von 1 bis 22 aussuchen, wo der Biggie liegt. Wir zählen. Das Spiel beginnt, wenn der letzte Crystal in der Hand gehalten wird, in dem Fall wahrscheinlich von Nightclaw, und wir zählen ab den ersten, der GT betritt. Das wird höchstwahrscheinlich auch Nightclaw sein. Und ja, ihr könnt eure Zahlen dann demnächst gleich in den Chat hauen. Doppelkäsepizza. 1 bis 22, nicht bis 23. Welche Zeit nimmst du? Aufgrund dessen, dass der Seed am Anfang so gut gewesen ist und gegen Ende hin halt doch so sich gezogen hat, würde ich sagen, dass so auf die 20, würde ich sagen. 20. Chest. Ich sage die 8. Und jetzt könnt ihr alle eure Zahlen in den Chat reinhauen. Es wird gestoppt, sobald Nightclaw GT betreten hat. Goti passt auch sehr schön auf. Er hat auch das Startsignal gegeben und er wird auch das Stoppsignal geben und hoffentlich mit uns mitziehen innerlich. Die 23 wird immer diskriminiert jetzt.
Jetzt ist er recht rechtzeitig. Kannst du nehmen, aber hey. Zu gewinnen gibt es nur Ruhm und Ehre. Und stopp. Und ab jetzt geht's. Nektor sagt auch erstmal, er geht Hope Room. Eins nicht, zwei nicht. Geld haben wir. Und das in Übermaße. Drei haben wir den Small Keep. Bei Bob. Damit werden wir Bob nicht sehen. Sondern eine ganz einfache ATP. So. Checks 4 bis. Die 4. Okay, jetzt ist auf jeden Fall auch schon die Right Side in Logik. Wenn nicht sogar, glaube ich, auch. Tyrone? Ich glaube, Tyrone ist sogar jetzt auch in Logik. Das war jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt kommt die 8, ne? Ja. Auch leider nicht. Leider habe ich nicht gewonnen. Ich habe die 8 getippt. Schade. Hätte ja mal sein können, dass dies die 8 ist. Und beide gehen sie denselben Weg. Also beide gehen sie über Random Room höchstwahrscheinlich dann in Richtung Ice Amos. Um dann die rechte Seite zu machen. Die 9 auch nicht. 9 bis 13, Entschuldigung. 10 bis 13. Nicht 9 bis 13. Einen hatten wir gerade. Ich hatte den Fire Snake Room mitgezählt. Achso. 10, leider auch nicht. 11, auch nicht. Bomben. Lauter Bomben, der Bomben Room. Ah, doch nicht, schade. Bob Chest, die 14. Wir nennen die trotzdem Bob Chest. Danach hinter Eisermaus 15 bis 17. Also wer die 22 tippt, der könnte auch richtig liegen. 14 auch nur Bomben. Also, wir haben noch 5 Bosse quasi vor uns. Weil danach kommt ja noch Lamora 2, Meudom 2, Agar 2. 15, nein, 16. Die 16 ist es. Und wer hat die 16? Hat jemand überhaupt die 16? Nein, aber am nächsten dran ist Dante. Er hat als erstes die 14 getippt, die am nächsten dran ist. Und Kentaro mit der 15 und diese mit der 14. Ja gut, wir sagen mal euch drei GGs. So, und jetzt, ab jetzt zählt die RNG. Wer sich jetzt hier einen Fehler erlaubt, egal wo, in welchem Raum, der wird das Race wohl oder übel verlieren. Mal sehen, wie trollig Trolldom sein wird. Eine andere Frage ist, wie trollig werden die Lamodas sein? Für den einen oder anderen, weil der Lamoda-Zweifight, der kann auch echt unangenehm werden. Ja, wenn sie schnell wieder verschwinden, definitiv. Oder man denkt, sie springen beide alle drei in die Mitte und dann auf einmal sagt sich der eine, nö, ich spring nach rechts anstatt in die Mitte.
das kann auch sehr unangenehm werden. Derweil Rektor jetzt schon im Gauntlet, also mittendrin, und Kowal am Anfang des Gauntlets. Und jetzt sind wir gleich vor Lamola 2. Ah, der Raum ist auch sehr tricky. So, mit dem Powder wird jetzt Nightclaw das Pattern, also die RNG von den Lamolas, auch deutlich verändern. Die werden jetzt alle nicht in die Mitte springen. Doch, tun sie doch. Mal. Ja, eigentlich. Also, mir ist schon ein paar Mal passiert, dass da das Pattern mit verändert wurde. Was ich auf jeden Fall dazu sagen kann, ist, dass wenn man sich diese Antifairy holt, dass dann zwei der relativ zeitgleich auftauchen, währenddessen man, wenn man direkt durchdasht, da ein bisschen mehr Delay hat. Oder so. Aber ein schöner Lamola-Side-Pad von Nightclaw, muss man mal sagen. Währenddessen jetzt Kowal das Problem hat, was ich meinte, dass die Lamolas der Meinung sind, doch ganz anders zu springen, als sie eigentlich spielen sollten. Und jetzt hat, ja, ich sag mal so 10 Sekunden ungefähr Nightclaw Vorsprung vor Kowal. Das wird definitiv eine richtig knappe Kiste. Mhm. Das auf jeden Fall. Beide haben sie aber auch genügend Small Keys. Die Frage ist, sagt sich einer, ich öffne noch die Chest oder ich gehe direkt durch? Vielleicht sagt sich der eine, ich möchte gerne noch Half Magic haben oder eben halt die Silvers. Nightclaw sagt, nein, er geht direkt durch. Ganz wichtig, die Full Mana noch rechts unten zu holen. Und wir sind bei Meldum 2 und. Oh! Da ist der Fall! Boah! Das unangenehm. Kostet auf jeden Fall jetzt so 6, 7, 8 Sekunden. Ja, aber er hat noch ein bisschen Vorsprung vor Kowal. Das sollte ihm jetzt bloß nicht nochmal passieren. Ja, Kowal hatte leider. Wenn es ihm nochmal passiert, dann ist Kowal an ihm vorbei. Aber beim zweiten Versuch hat Nightclaw doch mal um 2 erledigt. Ja, und die 5 Rubies. Die benötigte er noch. Ganz dringend. Ja, Nightclaw hat an der Stelle auch bisschen Glück im Unglück, da ja der Kowal ein nicht so optimales RNG bei Lamolas hatte. Genau. Dafür Kowal jetzt hier einen sauberen Mordum 2 Fight. Und Nightclaw, mal gucken, was wie uns heute Aga 2 so verwöhnt. Schöner Double. Ein Single, ein Double. War schade. Hätte auch ein Double sein können, auch wieder ein Single. Und guck mal, derweil auch bei Aga 2 angekommen. Und bei Neuklor fällt Aga 2. Währenddessen Kowal, glaube ich, noch 2 Hits braucht. Oder nur 1? Nee, 2. Jetzt noch 2. Oh, der hat leider nicht als 2 gezählt. Nee, hat, glaube ich, nicht als 2 gezählt. Nee, wenn die zeigt, naja, also ziemlich schnell hintereinander die Balls zu Aga 2 reingehen, dann sehen die normalerweise als normalen Single. Also sehen sie als Single leider. Nightclaw, jetzt in der Pyramide bei Gannon. 6 Hits in der ersten Phase, 6 in der ersten Phase mit dem Butterschwert, 6 in der zweiten Phase, 4 in der dritten Phase und dann Totridge-Versuch hinbekommen und dann nur noch 12 Spins in der letzten Phase. Und ja, Nightclaw ganz schnell die ersten 2 Phasen durchgegangen. Ist jetzt schon in der dritten Phase. Muss ihn jetzt so 4-mal hitten. Oh, Kowal macht hier, Kowal macht hier die Dash-Taktik. Ja.
die meines Erachtens wesentlich schneller geht, als mit Cape zu arbeiten und drauf zu slashen. Frag mich nicht warum, also mir kommt es so persönlich vor. Und ja, die Servers sind irgendwo in der Dark World. Hat uns Kevin gerade eben erzählt. Wo könnten die Servers jetzt liegen in der Dark World? Könnten zum Beispiel noch Hammerpacks liegen. Ja, oh, Hammerpacks, ja, das ist eigentlich das Einzige, was mir auch nur so einfällt gerade. Hammerpacks? Und das war's dann eigentlich, ne? Ach nee! Warte mal. Ja doch, Hammerpacks, ja. Hatten Sie Bumper Cave? Mimic Cave gehört zur Light World. Ja. Also ja, das kann eigentlich nur noch Hammerpacks sein. Der ist, glaube ich, nur noch ein oder zwei Hits auf Nightcross Seite, was Ganon angeht. Der tat weh. Das wird richtig knapp, Dünnbein. Aber auch Kobalt hatte seine Probleme. Und Nightcrawl besiegt Ganon als erstes von beiden. Bitte gerne alle ein GG für Nightcrawl rein. GG ist auf jeden Fall hin. Und Kobalt beendet auch jetzt gleich den Seed. Also, spannender. Hätte das nicht sein können. Oder, Inu? Tatsächlich nicht. Also wäre jetzt Nightlaw noch einmal runtergefallen, dann wäre es sogar schon fast gleich gewesen. Hier haben wir jetzt tatsächlich eine 15 Sekunden Unterschied. Ich kann ja die offizielle Racetime GG-Zeit mal durchgeben. Und zwar, Nightlaw hat mit einer offiziellen Zeit von 1:42:22 beendet und Kobalt mit einer offiziellen Zeit von 1:42:37. Also wirklich extrem knapp. Beides. Also beide. Also das war... Wow. Jetzt hoffen wir, dass beide eventuell noch für ein Interview kommen, hier bei uns reinkommen. Auf jeden Fall. Wow. Also an Spannung gar nicht mehr irgendwie auszuhalten, muss man sagen. Also jeder Fehler hätte echt entscheidend sein können gerade. Und ich sehe, beide sind sie schon unten. Sie können ruhig gerne zu uns hochjoinen, wenn sie Lust haben. Auf jeden Fall muss man dazu sagen, dadurch, dass Kobalt ja den etwas schlechteren Landmonas 2 Fight hatte, hatte Nightlaw noch etwas Zeit bekommen und ja. Und da sind unsere beiden Runner, Kobalt und Nightlaw, GG's euch. GG's. GG. Erzählt, wie habt ihr den Seed gefunden? Also wir fanden ihn sensationell. Also, besonders am Anfang. Also mir ging durch den Kopf, ich habe vorgestern einen dreistündigen Cross-Keys-Seed gespielt, wo ich wirklich am Verzweifeln war. Und der war besser als dieser Seed jetzt gerade. Ganz ehrlich. Okay. Also auf einer Kowal-Skala von 0 bis 10 würde ich ihm tatsächlich eine 6 bis 7 geben. Eher eine 6. Eine 7 hätte also er bekommen, wenn der hinter der Rockbomb gelegen hätte. Naja, das war eigentlich letztendlich so ein richtiger, eigentlich könnte man sagen, ein Roti-Seed könnte man sagen, aber er hat ihn ja, glaube ich, nicht gerollt. Oder rollen lassen. Aber es hätte wirklich eine Roti-Seed sein können. Am Anfang hat der Seed euch ja alles gegeben. Wirklich alles, was das Herz begehrt. Ziemlich frühes Butterschwert für dich, Nightclaw. Ja. Dadurch, dass du ja mit den Waterwalk die Waterfall Fairy noch mitgenommen hast. Ja, ich dachte schon eigentlich, dass wir ein 1:15 Seed. Das war das, was mir da durch den Kopf ging. Mhm. Kobalt, kurze Frage an dich. Ne? Du warst ja out of logic auf dem Berg gewesen. Wie immer. Hattest du genügend Geld gehabt in Paradox Cave? Hast du richtig viel Geld bekommen? Warum bist du eigentlich dann nicht auf die Idee gekommen, eventuell nochmal Ice Rock Cave zu gehen und dann die Water Checks zu machen? Sondern hast du andere Checks noch gemacht? Ganz einfach, weil mir der Weg erstmal ein bisschen weit war. Da habe ich erstmal entschieden, ich gehe erstmal Richtung
Wo bin ich hingegangen? Richtung Eastern und Sascha. Und hab dann dementsprechend dann auch die Moon Pearl ein bisschen last located. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Moon Pearl, Icewood Cave, komm, zieh durch. Machst da noch den komischen Fisch damit und Hobo. Und ja, war eigentlich ganz witzig. Eins muss ich sagen, Kobold, dafür hast du aber diesen Fehler super eigentlich wieder vergessen gemacht, weil du nach Skullwoods direkt Richtung Graveyard Ledge gegangen bist, da die Flippers geholt hast. Dann hast du ein bisschen nochmal überlegt gehabt, gehst du jetzt Richtung Pot oder Richtung Thiefstorm? Warum hast du dich eigentlich nicht für die Richtung Palace of Darkness in dem Moment entschieden? Nee, da war keine Überlegung mehr. Ich habe den Dings gesehen, die Flippers, und hatte überlegt, machst du diesen tollen Trick mit der Red Bomb oder machst du ihn nicht? Deswegen, der Plan, Richtung Teastown zu gehen, der war definitiv gestanden, Südroute mit dem ganzen drumherum. Ich meine, Sikit hatte die Titans gehabt. Das ließ sich halt alles so gut reinrouten. Und dieser Trick mit der Red Bomb, das hätte jetzt noch so ein... das wäre jetzt noch so... Das wäre das I-Tüppchen gewesen. Das wäre so das Zückerle gewesen für diesen Restream. Leider war ich da etwas zu früh. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du hast sowieso nicht die Lampe, Acker ist nicht in Logik, komm, whatever. Und bist dann halt Richtung Pott gegangen. Nightclaw, dann auch die Frage, Skullwoods direkt gemacht, alles richtig aufgehoben, dann direkt Richtung Thiefstorm und nicht Graveyard Ledge, weil Graveyard Ledge ist eben halt so eine Location, wenn man ja schon die Bonkrocks und Kingstone gemacht hat, da geht man ja eigentlich in der Regel, wenn er erst nach Skywoods hin. Warum hast du es so weit aufgeschoben und hast erstmal sonst so die ganzen Checks gemacht? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich könnte es dir jetzt so nicht sagen. Der Gedanke war wohl hauptsächlich, okay, du kannst Thiefstone durchmachen, wenn auch ohne Hammer. Aber... Ich war halt der Meinung, okay, komm, irgendwas musst du noch finden. Thiefstown, dann die ganze South Dark World runter bis zur Hype Cave. Da muss doch irgendwo irgendwas sein. Dass dann einfach genau gar nichts war, damit habe ich ja nicht gerechnet. Ja, dafür hattet ihr am Anfang sehr viel gehabt. Also irgendwo musste ich ja, der sieht auch irgendwie da auf 50-50 stellen. Ja, nee, also was mich dann wirklich fertig gemacht hat, war der Berg. Da dachte ich mir wirklich, okay, das kann es jetzt echt nicht sein. Ich meine, klar, es war Out of Logic, aber trotzdem, dass da einfach wirklich überhaupt nichts lag. Null. Haben wir auch uns da in dem Moment gedacht, dass der Berg da nichts hat, außer nur Geld. Fanden wir auch irgendwie ein bisschen cringy in dem Moment. Enttäuscht, sehr enttäuscht. Sehr enttäuscht. Was sagt ihr eigentlich über die Location des Hammers? Weil Nightclaw hat die gesamte Zeit ja nach dem Hammer gesucht, man hat es ja richtig gemerkt, quasi von seinem Gameplay her, dass er versucht hat, irgendwie den Hammer zu finden, und dann findet ihr ihn in der Cutscene-Chest direkt in Mystery Bayer. Der Hammer ist halt... Ich hatte tatsächlich echt befürchtet, nachdem ich die Lampe im Pott gefunden hatte, also da kommt bitte nicht der Hammer hinter der Red Bomb, das kann ich jetzt gerade so gar nicht gebrauchen. Und dann habe ich mir überlegt, Moment mal, Lampe hinter Bogen. Du hast keinen Bogen, du weißt nicht, wo ein Bogen liegt. Ach komm, gehst du erstmal im Misery Meyer, weil da stand noch offen Meyer oder Ice Palace. Und irgendwie hat mich das schon Ice Palace gelockt, weil ich ein Ice Palace ultra mag. Ja, ich bin ein riesen Fan vom Ice Palace. Okay. Geh mal doch erst am Meier. Wenn jetzt tatsächlich in der Cutscene-Chest nicht ein Item liegt, dann kann ich sowieso rausgehen, weil auf Witty kann der Hammer nicht liegen. Ja. Und von daher. Ja. Ich denke. Darf ich, oder? Ja. Ich denke mal auch, dass die Flut wahrscheinlich auch mit sehr gemischten Gefühlen angenommen wurde, als sie aufgetaucht ist. Ja, auf alle Fälle. Ich meine, ich war ja dann sogar in der Meyer-Area. Ich hätte auch reingehen können. Nur, keine Ahnung, ich dachte, nee, das ist es mir jetzt echt nicht wert, da extra Zeit zu investieren, um bei Meyer reinzugehen. Aber, das wäre die nächste Frage übrigens gar nicht gewesen. Warum bist du nicht Meyer reingegangen, wenn du schon da warst? Aber die hast du damit natürlich direkt beantwortet. Weil Kowal hat nämlich gesagt, gut, ich bin jetzt hier in der Meyer-Area, ich gehe jetzt auch nach Meyer rein
Und hol zumindest mal die zwei Items daraus. Whatever it is. Ja, und in der Zeit hat Nightcrawler noch andere Checks schon einmal gemacht, ja, und ist quasi, man muss wirklich sagen, ihr seid gleichzeitig auch nach Maya reingegangen dann in dem Moment, obwohl Nightcrawler wesentlich mehr Checks dann in der Zeit gemacht hast als du, Kowal, weil du hattest ja nur die Maya-Checks gemacht. Ja, und er ist dann, hat den Mushroom abgegeben, ist dann quasi kreuz und quer durch die gesamte Welt geflutet. Ja, das war ja, so richtig so, bitte einfach irgendwas, mit dem ich was anfangen kann. Irgendwas, scheißegal was, aber irgendwas. Gut, aber den Pilz hatte ich zum Beispiel noch relativ am Anfang abgegeben, tatsächlich. Da war ich ja relativ early noch dran und habe dann das Spiel resettet. Ja, das haben wir ja auch gesehen. Ja, habe ich auch dann direkt gesagt. Du hast es gehofft, dass du eventuell noch so einen Fake Powder wahrscheinlich aufsetzen kannst, ne? Ja, aber auch als ich dann in Village of Outcast war, habe ich mir gedacht so, ach nee, du hast das ganze Haus schon noch offen. Nee, einfach nee, mach mal rein. Nein. Ich habe gehofft, dass einer von euch Fake Powder aufsetzt, weil ihr wart da gewesen. Aber beide, ihr habt mir beide enttäuscht und seid beide über die südliche Route dann lang gelaufen. Ja, weil mit der Purple-Chest, da war ich leicht enttäuscht gewesen. Ich dachte, ja, das war so ein bisschen eine Entscheidung, Südroute machen oder Fake Powder, weil dann nochmal rauflaufen und neu in die Dark World rein, hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Mhm. Ja, wie gesagt, du hast mich am meisten da enttäuscht. Ich dachte, du, der weiß ja alle Fake Powder, du machst da Fake Powder jetzt raus. Ah, schade. Ja, es ist halt alles so ein bisschen ungünstig gelaufen. Ja, man hat viel von dem Seed erwartet, als man den Anfang gemerkt hat, und dann hat der Seed einen mächtig enttäuscht. Ja, ganz genau das, ja. Erstmal richtig heiß gemacht und dann. Ja, Dankeschön. Ne, dann ist er mit kaltem Wasser abgeschmissen. Wir dachten auch, das wird wahrscheinlich so ein Seed sein, ja, zwischen 1,15 und 1,20. Weil das sieht euch ja komplett alles entgegengeschmissen hat. Aber Anfang Kakariko war OP gewesen in dem Moment. Und ja, dann so langsam und sicher hat es sich dahin geplätschert letztendlich irgendwie. Und ja, wir haben uns auch spekuliert, was hättet ihr eigentlich am liebsten gehabt? Den Hammer oder den Bogen zuerst? Wegen Bogen eben halt Eastern Palace of Darkness. Oder doch den Hammer, aber dann ist ja alles offen. Also ich wollte tatsächlich lieber den Hammer als erstes finden, weil durch den Bogen wäre Aga in Logik gewesen und dann hätte der Hammer in der Pyramide liegen können. Von daher war mir der Hammer 100-mal lieber. Das ist der Punkt, der war mir auch um einiges lieber gewesen. Tatsächlich. Mich würde mal interessieren, wo der zweite Bogen eigentlich liegt. Der müsste theoretisch Hammerkatz liegen, weil das ist der einzige Darkwood-Check, den ihr beide noch nicht gemacht habt. Kowal, hast du Spycave gemacht? Nein. Ach, haben sie beide oder auch nicht gemacht. Haben sie beide auch nicht gemacht. Spycave oder Hammerkatz. Ja. Eins von beiden musste er liegen, weil sonst hattet ihr alles gemacht in der Darkwood. Ja, was das stimmt. Konnte. Ja, Inno, hast du noch ein paar Fragen? Nee, du hast eigentlich so im Großen und Ganzen auch schon dieselben oder gleichen Fragen gestellt, die ich hätte auch gestellt. Also zumindest einige davon. Gut, dann würde ich Nightclaw oder Kobold fragen, ob ihr irgendwie noch ein paar letzte erwärmende Worte für uns habt. Ja, dann fange ich mal an damit. Danke für den Restream. Danke an euch beiden fürs Kommentieren. Danke natürlich auch an Roti fürs Tracken. Und danke natürlich auch an die Zuschauer. Und ich wünsche noch einen schönen Abend an der Stelle. So, bevor Kuba was sagt, der Chat schreibt gerade eben, der zweite Bogen war in Spectacle Rock. Spycave meinte ich. Spycave. Nice to know. So nebenbei. Kuba, jetzt darfst du. Ja, das war ein Seed, der war fast eines Kowals würdig. Das muss man schon sagen. War eigentlich ganz witzig. Ansonsten, ja, das, was Nightclaw gesagt hat, danke an alle, die mitgemacht haben. Danke, dass ihr uns ertragen habt, besonders die, die Viewer, die ganzen Zuschauer. Und ich sag nur noch, schöne Start in die Woche und bis zum nächsten Mal. Oh, Inno. Wenn du möchtest.
Oder je nachdem, möchtest du vorher irgendwie was sagen, bevor ich was sage? Ja, ich würde mich auch dafür bedanken, dass ich hier auch noch dabei sein darf und kommentieren durfte. War mir eine Freude. Ich hoffe, es hat auch allen Spaß gemacht und wünsche dementsprechend auch einen schönen Tag in die Woche. Ja, dann bleibt die letzten Wörter noch bei mir. Ich sehe gerade irgendwie, der Kommand möchte nicht. Also ihr könnt auf jeden Fall den Streamern folgen. Ich glaube, Koval heißt... Also... Ja gut. Karobat hat es doch jetzt gemacht. Folgt gerne mal den Runnern auf jeden Fall. Sind sehr nette Runner, die spielen auch gerne mal andere Spiele, soweit ich weiß, aber ziemlich häufig erlebt es fast den Randomizer. Sind wirklich sehr nette. Ihr könnt da auf jeden Fall gerne mal reinschauen, den mal ein Follow da lassen. Genau dasselbe zählt auch an unserem lieben Inno Bashiri, meinen lieben Co-Kommentator, Mitkommentator, auch ein ganz netter. Streamt auch ab und an mal den Randomizer, soweit ich weiß. Den Roti, auf jeden Fall vielen Dank nochmal für das Tracking, bei, was du da gemacht hast. Vielen herzlichen Dank. Ihn könnt ihr natürlich auch folgen. Auch ein ganz netter, ganz lieber, der spielt auch Randomizer, meiner Wenigkeit. Ja, hauptsächlich nur Randomizer. Kato zum Beispiel spielt gerne Doors, was wir nicht machen. So nebenbei. By the way, und ja, was soll ich mir noch sagen? Ja, auf jeden Fall vielen Dank, Inno, dass ich mit dir kommentieren durfte. Kovai, Nightlord, nochmal GT, danke für den Restream, den wir für euch machen durften, oder dass ihr euch da freiwillig gemeldet habt. Roti, nochmal vielen Dank für das Tracken und dem ganzen Drum und Dran, was auch nebenbei so passiert ist. Natürlich, Kato, danke fürs Aufsetzen des Restream. Ich glaube, du warst mit beteiligt, genauso wie Bonsai. Hier. Vielen Dank euch. Danke auch Kato für das Routen. Routen, sage ich schon. Das Rollen des Seedes. Ich habe gerade den Link nicht für unseren deutschen Discord. Vielleicht könnte jemand den mal irgendwie reinposten. Denn wer mit den Randomizer anfangen möchte, wir haben echt nette Leute auf den Discord-Server, die euch gerne helfen, die euch gerne unterstützen, wenn ihr irgendwelche Fragen, Probleme habt und dem Ganzen. Wir suchen auch händeringend immer wieder Kommentatoren und Tracker. Ihr werdet da nicht ins kalte Wasser geschmissen. Wenn ihr neu seid beim Kommentieren, so wie heute der Inno Bashiri, da wird ein erfahrener oder sehr erfahrener, je nachdem, Kommentator ihn zur Seite gestellt. Also ihr werdet da auch nicht ins kalte Wasser geschmissen, genauso wie beim Tracken. Da werdet ihr eingeleitet, da wird euch alles genau erklärt, also keine Scheu. Ihr findet es alles auch auf unserem Discord, im deutschen Discord der Community. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Abend noch. Ich weiß nicht, wie es mit der Auslosung ist des 5. deutschen Turniers, soweit ich weiß, am 7., also am Freitag, auf Gaming. Die Auslosung fürs 5. deutsche Turnier, Uhrzeit weiß ich leider nicht. Könnt ihr auf jeden Fall dabei sein. Es wird sehr spannend, wer in welche Gruppe reinkommt, da am 8. dann das 5. deutsche Turnier beginnt. Und oder Mittwoch ist schon die Auslosung. Okay, gut, danke, Kowal. Und wie gesagt, nächste Woche geht das Turnier auch schon los. Was? Okay, dann bin ich falsch informiert, dann sorry. Und ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Danke den Runner nochmal und ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Sonntagabend, eine gute Nacht und ja, man hört sich vielleicht. Ciao, ciao.